Und ich war die ersten Tage in diesem Wartezustand. Also ich habe das alles nicht begriffen, nicht an mich ranlassen. Und erst in dem Moment, wo ich vor diesem Sarg gestanden bin, da war das wirklich, also ich habe wirklich damals dieses ganz offene Herz gehabt, weil das war einfach meine erste Liebe. Und da ist man ja noch so, ja, kennt wahrscheinlich jeder, so total unverletzt noch. Und das ist alles so offen. Und das war wirklich, wo ich diesen Sarg gesehen habe, das war wie so ein, wie ins offene Messer laufen. Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zur 1-2-3 Mutmacherei an diesem ersten Donnerstag im März. Du siehst mich schon strahlen und das hat auch wirklich einen Grund, weil heute ist zum zweiten Mal die wunderbare Sabine Adamea Echler zu Gast. Ich bin mir ganz sicher, dass sich schon ganz, ganz viele Leute auf diesen zweiten Teil freuen. Ich frage jetzt gleich zu Beginn, könnt ihr mich gut hören, weil wir haben heute wieder dieses Partnermikro dran. Vielleicht kann mal irgendjemand kurz, könnt ihr mal ganz kurz schreiben? Didi, du bist da, hallo. Kannst du mir kurz schreiben, ob wir gut zu hören sind? Einfach in den Kommentar. Das wäre ganz toll. Hallo Nicole, ich grüße dich. Hallo Silvia, schreibt der Gregor. Hallöchen, Peter. Also anscheinend alles fein. Danke Nicole, dann wissen wir schon mal Bescheid mit dem Ton. Okay, super. Ja, also ich habe mich unheimlich gefreut, wirklich, weil diese Frau hier hat ja wirklich im Dezember eure Herzen völlig zu Recht, finde ich, im Sturm erobert mit ihrer Geschichte einfach. Mein Name, das wisst ihr ja, ist Silvia Maria Engel und ich habe einfach das große Vergnügen, die Gastgeberin der 1-2-3 Mutmacherei zu sein und Menschen wie die Sabine hier begrüßen und interviewen zu dürfen. Im Dezember hat sie uns erzählt, für alle, die den ersten Teil sträflicherweise verpasst haben, wie sie mit ihrer Krebserkrankung umgegangen ist und wie sie tatsächlich den Krebs besiegt hat, den Krebs, wo ihr von den Ärzten gesagt wurde, dass sie nur noch ein halbes Jahr zu leben hat. Und mit dieser Geschichte hat sie wirklich die Herzen der Menschen berührt. Ich glaube, Sabine, du hast ganz, ganz viele Rückmeldungen gekriegt auf Ja, das Interview, ne? unglaublich. Darüber werden wir gleich auch noch Ja. sprechen. Und die Sabine, die hat so viel zu erzählen, dass wir gleich schon gesagt haben, die muss nochmal kommen. Denn was wir nämlich noch nicht gehört haben, ist ihre ganz, ganz wunderbare Liebesgeschichte. Und da geben wir uns das Herz gleich so auf, weil wir lieben ja alle Liebesgeschichten. Und ja, auf diese Liebesgeschichte freue ich mich ganz besonders. Ich mache jetzt gleich mal einen kleinen Teaser vorneweg, denn tatsächlich, nächste Woche gibt es auch nochmal eine ganz außergewöhnliche Liebesgeschichte. Irgendwie dreht sich gerade alles um die Liebe. Und ich freue mich sehr, sehr drüber. Und der März ist im Übrigen auch ein absoluter Frauenpower-Monat in der Mutmacherei. Ich habe lauter starke Frauen zu Gast und mit der Sabine machen wir heute den Anfang. Ich brauche mich gar nicht mehr groß vorzustellen, glaube ich, weil meine Leute kennen mich, deine Leute kennen mich schon. Und wer den ersten Teil versäumt hat, den gibt es auf YouTube zu gucken. Aber jetzt wollen wir uns gar nicht so lange aufhalten, Sabine. Ja. Denn heute, ich will alles von dir wissen. Alles. Ich glaube, ganz viele wollen viel von dir wissen. Und gleich zu Beginn möchte ich dich jetzt einfach mal fragen, bevor wir auf diese wunderschöne Liebesgeschichte kommen. Gab es denn einen Punkt in deinem Leben, wo du nicht mehr an die Liebe geglaubt hast? Ja, den gab's. Das war vor 15 Jahren, ist mein Verlobter gestorben. Also ich war damals verlobt. Wir haben die Hochzeit geplant, wir haben uns nach 6 Wochen verlobt, so sicher war das alles. Und also die Verlobung war vorher schon, aber vor 15 Jahren ist er dann plötzlich mit 32 Jahren einfach umgefallen und war tot. Also es war mit dem Herz, er hat keine Vorerkrankungen gehabt, da war gar nichts. Und ich war die ersten Tage in diesem Wartezustand, also ich habe das alles nicht begriffen, nicht an mich ranlassen. Und erst in dem Moment, wo ich vor diesem Sarg gestanden bin, da war das wirklich, also ich habe wirklich damals dieses ganz offene Herz gehabt, weil das war einfach meine erste Liebe und da ist man ja noch so, ja, kennt wahrscheinlich jeder, so total unverletzt noch und das ist alles so offen und das war wirklich, wo ich diesen Sarg gesehen habe, das war wie so ein, wie ins offene Messer laufen.
Und an diesem Tag habe ich noch gelitten, habe noch geweint und habe dann, wie die den Sarg abgelassen haben, habe ich beschlossen, habe ich mir selber versprochen, nie wieder möchte ich so eine Liebe erleben, weil nie wieder möchte ich diesen Schmerz aushalten müssen. Und da habe ich einfach, also mit dem Thema Liebe gebrochen. Das war für mich einfach, ja, wollte ich nicht mehr haben. Was ich nicht gewusst habe, die Nebenwirkung, wenn man die schlechten Gefühle nicht haben will, ist, dass man auch die guten Gefühle nicht mehr hat. Also es funktioniert nicht, schlechte Gefühle auszublenden oder wegzuschieben und aber dann zu erwarten, dass man trotzdem die guten Gefühle noch hat. Das geht nicht. Und das war mir damals überhaupt nicht bewusst. Ich habe ganz viel Mauern um mich herum aufgebaut. Ich habe mein Herz in so in ein Verlies gepackt und wollte einfach nie wieder schon lieben, aber nicht mehr so. Also nicht mehr so vom Herzen her. Entschuldigt, dass ich die ganze Zeit so fassungslos angucke. Ja? Ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn ich mit meinen Gästen spreche, wie viel ich mich in ihren Geschichten wiederfinde. Ja? Also deswegen, also es ist halt gar nicht großes Thema, aber du wunderst dich vielleicht, wenn man so dich so anguckt. Ja, also ich kann gut nachvollziehen, was du da erzählst, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, auch für die ganzen Zuschauer. Ja, ich habe gerade gestern so ein Posting geschrieben auch, wo ich sage, es hat alles immer seinen Preis. Ja. Und dieses Geschütztsein vor dem großen Schmerz, dafür bezahlt man eben auch einen Preis, ja, nämlich nicht mehr so empfinden zu können. Ja, aber ich habe das nicht gewusst, mir war das überhaupt nicht klar. Also ich habe damals beschlossen, zufrieden sein reicht. Den Entschluss kenne ich auch. Ich habe mir gedacht, ich suche mir jetzt einen lieben Mann und der mir versorgt, wo alles gut ist, den ich gern habe. Mir ist ganz heiß. Und dann war das. Also es war damals für mich mein Weg, es war in Ordnung. Ich habe aber dann irgendwann, nach Jahren, habe ich festgestellt, irgendwie, ich kann mich nicht mehr so richtig freuen. Diese kindliche Freude, wenn man an Weihnachten durch die Tür spitzelt, dieses Gefühl, das war nicht mehr da. Also auch, ich habe dann mit meinen eigenen Kindern, ich konnte die nicht mehr fühlen. Also ich war wirklich abgeschnitten von jeglichem Gefühl und es ist immer stärker geworden über die Jahre. Bis ich mir irgendwann gedacht habe oder bis ich mir irgendwann diese Frage stellen habe müssen, ist mir denn das genug, nur zufrieden zu sein oder will ich glücklich sein? Und das ist die große Schön. Frage, die sich viele Menschen stellen sollten, weil es gibt unfassbar viele Menschen, die sagen, ich bin zufrieden, es ist in Ordnung. Wenn man sie fragt, wie geht's dir, dann heißt es, ja, muss ja, geht schon, gut, Läuft irgendwie, läuft. passt Genau, und das ist schon. alles das, ja, ich bin zufrieden. Aber nicht, ich sprudel über vor Glück und alles ist wunderschön und ich habe dieses Blubbern, weil das funktioniert dann immer, weil das Herz ist ja in diesem Verlies. Und wenn ich das nicht rausholen, dann tut mir zwar keiner mehr weh, also nicht mehr so, aber es kann mir natürlich auch keiner mehr auf die Wolke 7 befördern. Und das hat halt dann zu zwei Scheidungen geführt. Ja. Es gibt ja sogar, weil du sagst Wolke 7, da gibt es auch, ich glaube, es vom letzten oder vorletzten Jahr gab es auch so einen deutschen Hit, auch irgendwie Wolke Nummer 4. Wird schon Das 2 Jahre kann her sein, wo der Sänger eben singt, Wolke Nummer 7 will er gar nicht mehr. Ja? Wolke Nummer 4, lieber Wolke Nummer reicht 4, schon. dann fällt man nicht so tief Ja, und so, ja. Und genau. damals habe ich mir gedacht, hey, genau mein Lied. Ja. Ja, ich war dann Reicht auf doch, Wolke ja? 3 war ich schon zufrieden, glaube ich. Genau, ja, schön. Sehr, Ja. sehr schön. Jetzt haben wir schon gehört, du bist Mama auch. Diese erste große Liebe, die du hattest, hast du ein Kind von diesem Mann oder Nee, kam die später? die kam später. Okay, du hast dann also zum ersten Mal geheiratet, weil du Ich habe sagst. dann seinen besten Freund geheiratet. Der war mein Tröster, der war für mich da und ich habe den total gern gehabt und ich hab den schon geliebt, aber eben anders. Also Stille, irgendwie so ums Eck. Ja, unaufgeregter. das war einfach anders. Und ich denke mal, unsere Aufgabe war unsere Tochter. Die hat übrigens heute Geburtstag, Annalena. Happy Birthday! Oh, schau mal, die Lilia ist auch da. Lilia! Über dich spreche ich nachher nur kurz. Ganz, ganz schön. Ja, ich bin jetzt gerade so vertieft ins Gespräch mit der Sabine, aber ich gucke schon mal immer wieder zu euren Kommentaren einfach hin. Ja, also dann kam der erste Mann, den du Genau, geheiratet hast, und das war nach der aber. großen Liebe, nach der großen Enttäuschung, Ja. und das war okay. Das war um das Kind. Also, ich glaube, dass Annalena von oben da die Fäden gezogen hat, weil sie wollte diese Eltern haben, diese Gene haben und
das Kind war da und die Ehe war zu Ende. Also es war wirklich, es war jetzt nicht großer Krach oder was, es war einfach so gefühlt von mir, war es einfach plötzlich vorbei. Es war einfach diese... Von deiner Seite aus und bei ihm? Ja, bei ihm nicht so. Also es war schon für ihn sehr schmerzhaft. Es war für mich auch sehr schmerzhaft, weil ich war damals noch in diesem, oh Gott, was sagen die Leute? Und es geht doch nicht und ich habe doch Verantwortung und ich habe doch ein Kind und von was soll ich denn leben und ich habe doch nichts. Und also es war ein Riesenthema. Es war wirklich, ja, es war heftig. Es hat sich ja über 3 Jahre hinzogen und ich bin dann wirklich mit 2 Koffer dann ausgezogen, habe nichts mehr gehabt, habe immer alles lassen, weil ich wollte dann nicht streiten und... Ja, so war das. Okay. Das erste Mal. Warum heiratet man dann nochmal eigentlich, wenn... Ja, wieder wegen Kind. Ah, okay. Diesmal bin ich nicht schwanger. Da kommen wir noch drauf, ja? Ja. Genau. Ach so, du meinst jetzt, aber du bist 2-mal geschieden. Ja. Genau, also das 2. Mal. Und da reden wir jetzt dann von dem Mann, mit dem du verheiratet warst, als du die Krebsdiagnose gekriegt hast, richtig? Ja. Wie lange warst du mit dem verheiratet? Ich glaube 14 Jahre. Das war schon, so lange waren wir zusammen verheiratet, weiß ich jetzt gar nicht. Also wir sind ja auch in der 1-2-3 Mutmacherei, das heißt, wir reden ja ganz viel drüber, wo hast du sozusagen Mut bewiesen? Und um vielleicht jetzt nochmal ganz kurz auf das Ende der ersten Ehe dann einzugehen, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es auch jede Menge Mut braucht, wenn du heiratest, ein Kind kriegst und du weißt, der Partner liebt dich sogar noch, dass du dann trotzdem 2 Koffer packst und einfach gehst, ja. Wie lange hast du denn tatsächlich überlegt, so von der ersten Ahnung, dass du gehen solltest? Das waren tatsächlich 3 Jahre, fast auf den Tag genau. Wow. Also ich weiß noch diesen Tag, ich weiß diesen Moment, wo ich plötzlich gespürt habe, das ist er nicht, das geht nicht. Da war nie ein Hass oder ein Groll oder sowas. Das war einfach so plötzlich so eine Gewissheit, das funktioniert nicht. Das ist er nicht, mit dem werde ich nicht alt. Und das aber dann mir einzugestehen und bis zu dem Tag, wo ich gegangen bin, sind es 3 Jahre ungefähr gewesen. Oh. Also es war ein Riesenprozess. Okay. Weil ich wollte es ja nicht. Und er ist ja so ein Lieber gewesen. Also es war wirklich, ich habe den von Herzen gemocht. Also ich bin dann immer auf dieses Ding gekommen. Also ich habe den wirklich lieb gehabt. Wie ein Bruder, wie ein Partner, aber nicht wie den Ehemann. Also nicht wie den Lebenspartner, nicht den Liebespartner. Das war das Problem. Und ich war damals noch total jung. Also wie wir geheiratet haben, war ich 22. Und ich habe mir gedacht, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Also das war einfach, ja. Dann gab es eine bestimmte Pause und dann kam eben Ehemann Nummer 2, mit dem hast du gesagt, 14 Jahre verheiratet. Ja. Über die Beziehung haben wir schon ein bisschen was gehört im ersten Teil. Das heißt, du bist ja dann eben sehr krank geworden. Du hast die Diagnose gekriegt, Knochenkrebs, glaube ich, war das richtig? Und die Ärzte haben gesagt, du hast ein halbes Jahr zu leben. In der Zeit war ja dein Mann für dich da. Also der hat dir schon den Rücken gestärkt, hast du erzählt. Ja. Ja. Warum, nochmal für die, die vielleicht den ersten Teil nicht gesehen haben, warum verlässt man einen Mann, der in so einer Krisenzeit auch noch zu einem steht, wo du sagst, eigentlich ist ja alles soweit okay. Warum geht man? Warum gingst du? Weil ich nur zufrieden war. Also es war wirklich, ich habe einfach irgendwann gespürt, da ist diese Herzensverbindung, die ist nur so, das war nur so ein, die war da, wir haben uns schon geliebt, aber es war einfach nur so ein Fädchen, sage ich jetzt mal. Es war, also mein Herz hat so ein bisschen aus diesem Verlies rausgespitzelt und das war halt einfach alles. Also ich habe das nie ganz aufgemacht, ich habe den nie ganz zu mir ranlassen und deswegen waren wir uns immer irgendwo fremd. Selbst nach all den Jahren waren wir uns immer, das war immer, ich habe nie wirklich gewusst, wer ist dieser Mensch, wer bin ich und er hat nicht gewusst, was geht in meinem Kopf vor. Wir haben auch wenig gesprochen. Also immer nur oberflächlich halt über die Kinder und wie es halt bei vielen Menschen ist. Aber diese ganz tiefen Gespräche, die haben wir nicht geführt. Bewusst. Weil dann könnte er ja da reinschlüpfen und dann könnte es ja wehtun. Also das war einfach... Glaubst du im Nachhinein, diese Ehe hätte anders laufen können, wenn du aufgemacht hättest? Wahrscheinlich. Kann schon sein. Ich denke schon. Okay. Aber konntest du nicht, stattdessen hast du ja damals... Ich habe es ja dann begriffen, mit dieser Krebsdiagnose habe ich ja begriffen, ich muss alles verändern. Ich habe dann versucht, ein Stück weit aufzumachen, habe aber dann festgestellt, es ist absolut, wie sagt man, inkompatibel. Also ich habe auf einmal gespürt, da ist ja gar nichts.
Wow. Also ich wollte gern dieses Band entdecken und habe festgestellt, das ist ja gar nicht da. Ich weiß nicht, ob es je da war oder ob es wieder nur so um fünf Ecken war. Aber es war einfach nicht, es war einfach diese Gewissheit plötzlich da, ich kann mit diesen Menschen auch nicht alt werden. Und dann ging das gleiche Spiel von vorne los. Was sagen die Leute? Und ich habe doch ein Kind. Und jetzt habe ich zwei Kinder von zwei Männern und will schon wieder weg. Was stimmt mit mir nicht? Also man nimmt es ja dann immer so auf sich. Also ich habe das so gemacht. Also das hat wieder fast 3 Jahre gedauert. Also mit diesen 3 Jahren habe ich es immer so ein bisschen gehabt. Das ist ja auch magische Zahlen. Ne? Ja. Kann man nicht sagen. Ja, und dann bin ich halt doch gegangen, weil es hat mir einfach nicht gereicht. Und dann habe ich beschlossen, so, ich habe die Faxen dicke, ich möchte jetzt glücklich sein. Und zwar so richtig. Und dann ist natürlich der Weg losgegangen, dass ich mein Herz habe öffnen müssen. Dann ist auch diese Trauer um diesen Verlobten, die habe ich ja auch mit weggesteckt, mit weggesperrt. Also die kam dann erst nach diesen ganzen Jahren, ist die erst hochkommen, ist die erst aufgeploppt. Durch einen ganz kleinen Zufall. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren, habe im Feld einen toten Hasen gesehen und bin dann komplett zusammengebrochen wegen diesem toten Hasen. Haben wir gedacht, was ist mit mir? Wieso heul ich so? Wieso betrauere ich diesen Hasen? Ich kenne doch den Hasen gar nicht. Und bin aber dann draufgekommen, aha, da kommt was hoch. Und das hat mich fast weggespült. Also ich habe gemerkt, wie bei diesem Hasen war, ich kann die Tür wieder zumachen, wenn ich mir jetzt ganz schnell ablenke. Aber das wollte ich ja nicht. Ich habe ja beschlossen, ich möchte aufmachen, ich möchte mein Herz wieder öffnen, ich möchte wieder leben, ich möchte wieder diese Freude spüren, dieses Kindliche, dieses Blubbern, dieses Quieken vor Freude möchte ich wieder haben. Und es geht einfach nur, wenn man aufmacht. Und das, was halt obendrauf liegt, dieser Schmerz, diese Trauer um diesen Verlust, der war halt einfach, der hat halt alles überlagert und der hat erst mal raus müssen. Und das war schon ein krasser Prozess. Also da habe ich wirklich, ich habe mich richtig reinfallen lassen. Ich habe Briefe geschrieben an ihn, ich habe diese ganzen Liebesbriefe, Fotos. Also ich habe mich richtig bewusst da reingesteigert. Ich habe Monate geweint so ungefähr. Ja, also es war wirklich, es war heftig, aber es wäre ohne nicht gegangen. Ich habe erst diesen Schmerz, diesen Berg habe ich erst abtragen müssen. Das ist ja auch wieder sowas, wo ich dich bewundere für deinen Mut, denn ich habe schon da in der Ankündigung für die Sendung geschrieben, für mich ist ja tatsächlich mit all der Erfahrung, die ich habe, was mich und meine Themen angeht, was meine Klienten angeht, merke ich immer wieder, sein Herz zu öffnen, so richtig zu öffnen, nicht nur so, weißt du, so gutzi, sondern ganz wieder in diesem kindlich offenen Zustand, das ist eines der mutigsten Dinge, die wir Menschen als Erwachsene tun können. Das merke ich immer wieder, das ist, es klingt so einfach, ja, ich kann ja irgendwie der Spruch, wenn die Leute immer sagen, nein, mach dein Herz auf und so, und dann, mach dein Herz auf, es klingt so einfach, so als müsstest du nur so einen Schalter umlegen, aber genau das, wovon du sprichst, diese Mauern, die wir einfach aufbauen, jeder von uns, also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass alle, die jetzt hier gerade zugucken oder in der Aufzeichnung zugucken, dass die schon verstehen, wovon wir hier eigentlich sprechen. Und das braucht unheimlich Mut, weil man sieht ja zum Beispiel, was bei dir passiert ist, wenn diese Tränen plötzlich rausbrechen, diese ungeweinten Tränen, diese unaufgearbeiteten Schmerzen, und da ist einfach nicht jeder bereit, sich dem zu stellen. Kannst du vielleicht mit den Menschen, die jetzt zuschauen und die Angst davor haben, sich ihren Gefühlen so zu stellen, kannst du denen vielleicht mal was mit auf den Weg geben, was denen helfen könnte oder was sie danach erwartet, sodass sie vielleicht eher den Mut aufbringen können, so wie du? Also für mich war das so, als würde ich an einem Weg stehen und ich sehe gegenüber, ist das Paradies, da ist alles schön, da ist alles, also da möchte ich hin. Aber dieser Weg geht nach unten und führt unten durch so ein Brackwasser durch, so Schlacken, so. Also einfach was Ekliges, da schwimmen Krokodile, das ist einfach eklig, das stinkt, das ist ganz furchtbar. Aber ich kann ja nur auf die andere Seite, wenn ich da durchgehe. Und das war einfach so dieses Bild, was ich gehabt habe. Ich möchte wieder, also ich habe mir so die Kindheit, dieses Glucksen an Weihnachten, dieses Blubbergefühl, wenn meine Mutter mit dem Glöckchen dann kommen ist, das war einfach, das sind einfach so schöne Gefühle. Und die wollte ich einfach wieder haben. Und ich wollte auch wieder dieses Verliebtsein spüren können, das ich bei ihm damals am Anfang gefühlt habe. Also da sind so ein paar Szenen in meinem Kopf gewesen, wo ich einfach diese Brausestäbchen oder wie sagt man,
ich wollte es einfach wieder haben. Und ich habe mir immer wieder, wenn es mir so ganz schlecht ging, ich habe mir immer wieder diese Bilder, diese Gefühle hergeholt. Ganz bewusst habe ich an diese Gefühle gedacht. Und es ist ja so, ein Gefühl folgt ja immer dem Gedanken. Also es ist immer erst der Gedanke da und dann kommt das Gefühl. Also ich kann mir bewusst dieses Gefühl holen. Und das habe ich immer wieder gemacht, immer wenn es mir so ganz schlecht ging. Und dann ging es mir noch schlechter und Drama. Und dann bin ich nochmal in dieses schmuddelige Wasser rein und nochmal runter, dunk, 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 dunk. Aber ich habe immer dieses Bild gehabt, wo ich hin möchte. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man einfach weiß, wo man hin möchte. Und auch die Gewissheit, dass man nicht ertrinken kann. Das geht nicht. Ja, also wobei es einem schon Schnappatmung machen kann. Ja, ja, natürlich. es ist kein Spaß. Liebe ist kein Spaß, ja. Also es ist, ja, ich meine, es gibt bestimmt Menschen, die gehen da, die fliegen da vielleicht mit irgendwas drüber. Mhm. Vielleicht haben die dann einen tollen Regenschirm in der Hand und hüpfen einfach drüber. Gibt es bestimmt auch. Mein Weg war es halt, so richtig reinzutunken. Ich glaube, da hat jeder seinen eigenen Weg. Aber ich glaube, man braucht einfach dieses Ziel vor Augen. Was möchte ich? Möchte ich zufrieden sein oder möchte ich glücklich sein? Das trifft natürlich auf alles ja, im Leben zu. In jedem Bereich, ob das der Job ist oder alles. Das ist schön. Einfach nur eine Entscheidung. Oh. Wenn ich die Entscheidung getroffen habe, dann gehe ich den Weg. Ich glaube, da könntest du Sabine mal einen ordentlichen Daumen hoch geben oder Herzchen dafür. Ja, weil das ist einfach... Man sieht, ich habe es überlebt. Ja, ich habe es gut überlebt. Tatsächlich, das ist so. Ich glaube, dass bestimmt auch Menschen zugucken, die da vielleicht mitten im Prozess sogar stecken. Ja? Die das kennen oder die wissen, es wäre einfach dran, die sich aber nur scheuen davor. Und es braucht halt Menschen wie dich, die sich hinstellen und sagen, ja, das war echt eine Scheißzeit. Es war wirklich schwer, aber ich ist immer wieder bei dem, ich liebe das einfach, mir das immer wieder bewusst zu machen und auch das den Menschen bewusst zu machen, zu sagen, du musst einfach für alles auf dieser Welt einen Preis bezahlen, ja. Und das klingt immer erstmal so negativ, ja, weil das verbinden wir immer so mit unangenehm, ich muss einen Preis dafür bezahlen, ja. Aber so wie ich einfach im Supermarkt bezahle für meine Sachen, so empfinde ich unser Universum auch tatsächlich, dass alles kostet was, ja. Zum Beispiel Mut, Überwindung, die Komfortzone eben aufzugeben, in deinem Fall, dich mit einer zufriedenen Beziehung nicht zufrieden zu geben, sondern zu sagen, ich will aber glücklich sein. Und dann musst du einen Preis bezahlen. Dann musst du deine Mauern einreißen. Das ist der Preis, den man bezahlen muss. Genau. Ja. Und es ist schön einfach zu sehen, dass du sagst, es lohnt sich. Denn wir hören jetzt nämlich noch, dass tatsächlich die Sabine vom Leben belohnt worden ist dafür. Ja. Oh, jetzt wird es mal ganz warm. Ja, also ich habe wirklich Stein für Stein abgetragen. Also ich habe auch wirklich, wenn ich so Tage gehabt habe, wo ich dann 5-6 Stunden am Rumheulen war und am Boden gelegen bin und gedacht habe, die Welt geht unter, danach habe ich mir immer gedacht, so, jetzt habe ich wieder einen Stein weg. Jetzt ist es wieder, mein Herz kann wieder ein Stück weiter rausschauen. Und irgendwann sind die Steine weg gewesen. Und ich habe gemerkt, irgendwas ist anders. Die Dramen hören auf. Ich muss nicht mehr so tief eintauchen. Da ist gar nicht mehr... Also ich konnte irgendwann sein Bild aufstellen. Ich konnte irgendwann mit ihm kommunizieren, ohne in Tränen auszubrechen. Ich konnte unsere Lieder hören, ohne so zu heulen. Also irgendwann habe ich gemerkt, es ist gut jetzt. Es ist einfach, es fühlt sich gut an. Und ich bin ja durch alles gegangen, durch die Trauer, durch die Wut. Ich war einfach mal wütend auf ihn. Dass er dich im Stich gelassen hat. Ja. Und dann kam die Dankbarkeit, dass das passiert ist. Dass, was er mir da gezeigt hat. Also ohne ihn hätte ich das ja alles gar nicht machen können. Und mit dieser Dankbarkeit habe ich gemerkt, jetzt ist es abgeschlossen. Es ist jetzt, also mein Herz ist wieder da. Ich verstehe jetzt, was du meinst, aber vielleicht nicht für jeden Zuschauer ist das so ganz klar. Wenn ich dich richtig verstehe, bist du der Meinung, du hast diesen Schmerz sowieso in dir getragen und er war eigentlich nur der Auslöser und hat dir geholfen, es zu heilen? Oder wofür genau warst du dankbar? Also es war ein Grundschmerz schon da, von dem ich erst später über eine Familienaufstellung erfahren habe, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Dritter Teil. Genau. Und er hat es aber dann verstärkt. Und durch ihn konnte ich das heilen. Und durch ihn konnte ich das alles erleben. Also es ist wirklich, ich bin jetzt wirklich dankbar, dass es so gekommen ist.
dass er da war. Ich habe dann auch gemerkt, ich bin jetzt auch dankbar für die Zeit, die wir gehabt haben, weil das war wirklich magisch damals. Und am Anfang war ich das nicht, haben wir gedacht, hätte ich ihn bloß nicht kennengelernt. Da waren halt so andere Gefühle da. Ja, mit der Dankbarkeit habe ich gemerkt, jetzt geht's auf, jetzt wird's warm, jetzt wird's weit. Und dann, irgendwann war so dieser Moment, wo ich gedacht habe, ich bin tatsächlich wieder bereit für eine neue Beziehung. Das war einfach, am Anfang haben wir gedacht, ach, nie wieder. Aber neue Beziehung nicht in Form von, ich möchte wieder zufrieden sein und vielleicht nochmal sowas, sondern einfach, ich möchte wieder sowas Volles erleben, so bam. Groß und bunt. Ja, so richtig. Ja, schön. Und das hat nicht lang gedauert. Ich habe ihn dann bestellt. Die Telefonnummer lautet. Ich habe mir den A4-Zettel genommen und habe aufgeschrieben, wie er sein soll. Also du hast es tatsächlich secretmäßig durchgezogen. Den Zettel gibt es auch immer noch. Der war bei mir in der Küche gelegen und den habe ich vorne und hinten wirklich klein beschrieben, seitlich und zwischen die Zeilen und um die Löcher rum. Also der ist wirklich voll geschrieben, weil mir jeden Tag was Neues eingefallen ist und dass ich ja nichts vergesse. Und oh Gott, was könnt ihr vergessen haben? Also wirklich, weil wenn ich im Versandhaus eine Hose bestelle, kann ich nicht schreiben, ich möchte eine schöne Hose, weil dann kriege ich ja eine schöne Hose, was die schön finden. Also ich bestelle ein bisschen anders, aber gut. Also bei dir scheint es ja funktioniert zu haben. Ja, genau. Ich habe ihn bestellt und der war dann, ich glaube, 3-4 Wochen später war er dann da gestanden. Also es war wirklich, ich habe am Anfang nicht gewusst, dass er es ist. Also wir machen, also nochmal, ich glaube, das kennen schon viele mit dem so genau wie möglich. Ich frage dich jetzt mal wirklich, du hast einen ganzen Zettel daheim, ja? Ja. Es ist alles erfüllt, was da draufsteht? 98%. Zwei Kleinigkeiten habe ich vergessen, die habe ich dann später reklamiert. Keine schlechte Quote. Und konntest du ihn zurückgeben? Nein, den gewinnen wir zurück. Nee, sehr schön. Wirklich, ja, es war die ersten 4 Monate nicht klar, dass er es ist. Weil, Das ist auch wichtig. Also es war jetzt nicht so, dass also ich habe schon gespürt. Du warst jetzt offen für eine Beziehung. Du hast dann auch gespürt, gemerkt, da ist was. Soweit, ja. Ich habe ihn erst nur von hinten gesehen. Habe seinen Hintern gesehen und mir gedacht, den will ich haben. Jetzt ist live, ist schon durch. Ist so. Na, war wirklich, also ich hab gesehen, da steht einer und habe gemerkt, da ist irgendwas passiert da gerade. Schön. Also ich konnte es nicht in Worte fassen. Es war nicht so, dass ich, meine Freundin war dabei, es war nicht so, dass ich gesagt habe, boah, da steht die Liebe meines Lebens oder irgendwie. Aber ich habe einfach gemerkt, irgendwas ist jetzt anders. Und da war sofort ganz viel Vertrauen, da war sofort ein, wir sind auf einer Ebene. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber er war noch in einer Beziehung damals, deswegen war er für mich tabu. Verheiratet und, auch? Ja. Mhm. Und deswegen war das für mich auch in Ordnung, nur Freundschaft mit ihm zu haben. Also es war wirklich am Anfang, haben wir gedacht, okay, also es war nicht sofort dieses, sondern einfach der Mensch, ich möchte diesen Menschen haben. In deinem Leben. In meinem Leben, genau. Und wir waren dann die ersten 4 Monate, wir haben uns gar nicht mehr gesehen dann. Das war auf dem Seminar, 3-4 Tage. Und dann was haben war ein das Seminarthema? Ganz neugierig. Mein spiritueller Weg. Ah. Ja. Okay. Und haben uns dann ein paar Mal per E-Mail und, ja, ich glaube, es war nur per E-Mail. WhatsApp haben wir damals noch gar nicht gehabt. Und dann haben wir beschlossen, wir könnten uns wieder treffen. Ja. Wir könnten uns mal wieder treffen. Und haben dann, ja, es ist dann über 1000 Ecken, habe ich mir einen Spaß erlaubt und habe gesagt, du, wie wär's, wenn wir nach Sri Lanka fliegen, da kenne ich jemand und die hat ein Haus und bla bla bla. Mhm. Ha ha ha, smiley, smiley, smiley und das hat keine 2 Minuten gedauert. Aber der war ja noch verheiratet. Ja, ja. Und das hat keine 2 Minuten gedauert. Aber jetzt müssen wir einhaken. Du hast ja vorhin gesagt, das wolltest du total respektieren und das finde ich ja dann schon interessant, weil das ist jetzt nicht unbedingt die Frage, die man verheiratetem Mann stellt, wenn du sagst, ich respektiere diese Ehe, kommst du mit mir nach Sri Lanka, ne? Das war ja ein Witz. Ach so, du hast quasi so das war überhaupt nicht ernst gemeint. Ich habe da lauter Smileys dahinter gesetzt. Das Smileys kann die gar nicht machen. Nee, das war wirklich, also für mich kam auch keine Affäre in Frage. Ich wollte nicht diese Ehe zerstören. Das war, ich wollte einfach mit diesen Menschen reden. Wir konnten von Anfang an, haben wir eine Art gehabt zu reden, die habe ich vorher einfach noch nie erlebt. Das war so, wir können immer noch so ganz, ganz tiefe Gespräche führen. Also es gab noch nie einen Menschen in meinem Leben, wo ich so sprechen konnte, wo ich mich so öffnen konnte, wo ich so einfach ich sein kann wie mit ihm.
Was aber bestimmt, jetzt sagen viele bestimmt, so einen Partner hätte ich auch gern oder so eine Partnerin hätte ich auch gern. Aber an der Stelle möchte man vielleicht nochmal dazu sagen, du hast ja ganz viel an dir gearbeitet. Also ich persönlich bin ja wirklich jemand, der felsenfest vom Gesetz der Resonanz überzeugt ist, dass man das anzieht, was einfach in einem ist, oder dass man die Menschen, ganz allgemein, das muss ja nicht nur Partnerschaft sein, ja, aber dass einfach die Menschen, die in deinem Umfeld sind, tatsächlich die sind, die du angezogen hast. Und bei manchen erscheint einem der Gedanke sehr angenehm und bei manchen erscheint einem der Gedanke sehr unangenehm, ja. Aber tatsächlich glaube ich, dass das, ich nenne es jetzt einfach mal, die Belohnung war für die viele, viele Mauereinreißerei, die du geleistet hast. Und ich glaube, du siehst es ähnlich, Sabine, oder? Genau. So, und jetzt sagt dieser verheiratete Kerl, er fliegt mit dir nach Sri Lanka. Ja, aber wie gesagt, das war wirklich, wir sind ja da noch zu einer anderen aus dem Seminar, also wir waren ja dann zu dritt, also wir waren ja dann mehrere und wollten da auch arbeiten. Ich glaube, Also die es kennen die war, auch, oder? Die Dame kommt aus der Schweiz eigentlich, ja. oder? Schöne Genau. Grüße, Heike. Genau. Und es war also tatsächlich, es war da keine Absicht dahinter. Und es war, die ersten 4 Tage war das alles ganz, ganz harmlos. Ich war einfach nur, ich wollte einfach nur diese Gespräche führen. Das war so schön, einfach mich auch schon mal so anlehnen, einfach mit ihm zu sein. Das hat mir vollkommen gereicht damals. Und es hat wirklich 4 Tage gedauert. Er ist dann krank geworden und hat, was weiß ich, Schmerzen gehabt und alles Mögliche. Und ich habe dann aus dem Bauch raus intuitiv gesagt, was hast du denn? Du wehrst dich doch gegen irgendwas, lass es doch bleiben. Habe aber nicht gewusst, dass ich der Grund war. Und er hat mich dann geküsst und das Kopfweh war weg und dann ist das so sein Weg gegangen. Also Das das ist auch war. gut. Aspirin weg, Ja, ne? Ihr wisst jetzt Küssen ist wieso. besser. Küssen ist besser, ist gesünder. Ja. Schön. Sehr, sehr Ja, schön. genau. Gut, das heißt, an der Stelle müssen wir jetzt ja eigentlich den Detlef zuschalten, Ja. weil da hat ja der jede Menge Mut gebraucht, ne? Ja. Ja, der sollte eigentlich auch mal hier sitzen, weil der war wirklich sehr mutig. Ist eigentlich da? Detlef, guckst du zu? Weißt du, ob der Zeit hat? Er hat es wohl zu versuchen. Kriegen wir mal Lebenszeichen von dir? Ja, das ist nämlich auch so ein Punkt. Also ich kann mir das gut vorstellen, wenn du in einer Beziehung natürlich bist. Und so wie du es erzählst, war die Ehe ja nicht unbedingt eh schon am Ende oder so Nee, die wahrscheinlich. war auch zufrieden. Auch eine zufriedene Ehe. Und dann kommt auf einmal so jemand ums Eck, der was ganz anderes ausstrahlt. Ja? Tja. Wie lange hat es denn ab da noch gedauert, bis ihr zwei wirklich Also ein ich habe Paar dann, wurdet? was ganz, ganz wichtig war, ich habe ihn komplett loslassen. Ich habe nie gesagt, ich möchte, dass du dich für mich entscheidest, ich möchte, dass du deine Frau verlässt. Das habe ich alles, ich habe gar nichts dazu gesagt, ich habe nur gesagt, es ist deine Entscheidung. Ich möchte keine Affäre, auf keinen Fall. Wir können auch Freunde bleiben, aber ich habe es einfach für mich loslassen und auch für ihn loslassen. Also ich habe gewusst, es würde mir wehtun, wenn er mir jetzt anruft und sagt, doch zu, ich bleib bei meiner Frau, lass uns Freunde bleiben. Hätte ich wahrscheinlich 2 Wochen erstmal durchgeheult. Aber ich habe gewusst, ich kann es überleben, weil ich habe ja schon viel schlimmeren Schmerz geschafft. Das war so, ja, das schaffe ich dann auch noch irgendwie. Also ich hätte es akzeptiert, wenn wir einfach nur in Kontakt gewesen wären. Und wenn wir nicht in Kontakt gewesen wären, hätte ich es auch akzeptiert. Also ich habe ihn komplett freilassen. Es ist nicht dieser Spruch von, da geht draußen die Sirene gleich los, Ja, dieser Spruch von Konfuzius, was du liebst, das lass frei, wenn es zu dir da gibt es zurückkehrt, auch. gehört es dir für Ja, immer oder genau, sowas, ja. stimmt. Das ist ja auch, glaube ich, so eine dieser großen Schwierigkeiten. Das kennen bestimmt auch ganz viele, die zugucken. Das ist so leicht dahingesagt immer, dieses lass los, ja. Oh Gott. Ich meine, wenn man sich mit so Themen beschäftigt wie wir die letzten Jahre, dann sind ja das die Ratschläge, die du dauernd kriegst, ja. Dieses öffne dein, mach einfach dein Herz auf, ja, lass Genau. einfach los, Genau. ja, und so weiter. Und du denkst immer so, ja, ich will ja hier oben und hier sperrt sie einfach alles zu. Woher hast du damals, und da finde ich auch wieder, dass das sehr mutig ist, wo hast du für dich diesen Mut nehmen können, dass du wirklich sagst, ich bin so voller Liebe für diesen Menschen und ich lasse den jetzt wirklich los? Ich glaube, es war einfach diese Gewissheit, dass man an diesem Schmerz nicht stirbt. Weil Weil. du schon mal gestorben warst und wieder auferstanden bist? Ja. Ich glaube, das hat mir einfach Sicherheit gegeben.
das Leben geht ja trotzdem weiter. Mhm. Auch wenn es weh tut. Und dieser Schmerz, der bringt mich ja nicht um. Mhm. Also rein intuitiv, du kannst ja sagen, ob du es auch so empfindest, rein intuitiv kommt jetzt wirklich bei mir so, dadurch, dass du tatsächlich, ja, du hast dir ja dieses Sterben im Prinzip erlaubt vor Schmerz sterben, durch diesen Hasen ausgelöst und was du dann durchlebt hast, ja, ich glaube, das war das ganz Entscheidende, weil vorher hast du ja diesen Schmerz immer nur weggedrückt, ja. Und jetzt hast du ihn durchlebt, wo man wirklich ja manchmal meint, ich muss sterben. Ja. Und diese Erfahrung, glaube ich, das ist in meinen Augen so eine Schlüsselerfahrung, festzustellen, auch wenn du das Gefühl hast zu sterben und du stirbst aber nicht, dass ja. du dann irgendwann merkst, du stirbst nicht. Ja. ja. Genau. Und dann kommen die ersten mhm. Sachen, die gut sind und dann merkst du auf einmal, okay, es geht tatsächlich weiter. Mhm. Auch wenn diese Trauer immer mitschwingt, aber sie wird dann weniger und du kannst trotzdem den Weg weitergehen. Mhm. Und das habe ich einfach, dieses Wissen habe ich gehabt und deswegen ist mir das, glaube ich, gelungen. Was es vielleicht auch braucht, um es zu verstehen, ist einfach einen Mini-Exkurs zu machen. Tatsächlich ist es ja unsere allertiefste Urangst. Das verstehen viele gar nicht. Dass alle Ängste, die wir an der Oberfläche haben, wenn du immer hinterfragst, ja, und was ist deine noch tiefere Angst und deine noch tiefere mhm. Angst, dann kommst du immer raus bei, dann muss ich sterben. Ja. Ja. Das verstehen viele nicht. Also zum Beispiel, wenn du sagst, ja, dann kann ich meine Miete nicht mehr zahlen oder so. Weißt ja, du, so dieses, ja. Und wenn du hinterfragst, ja. dann kommt am Ende immer, ja, dann muss ich sterben. Mhm. Das ist so diese Urangst hinter allem. Ja. Und jemand, der wirklich keine Angst mehr hat zu sterben, der ist angstfrei. Ja. Total angstfrei. Ach, Sabine, ich bin ja dein ja. Fan. Ich glaube, ganz viele, die zugucken. Auch jetzt können wir können halt immer gar nicht so gucken, weil der Bildschirm so weit weg ist. Jetzt weiß ich gar nicht, ob der Detlef da ist. Ich habe vorhin gefragt, aber ich kann ja gar nicht. Ist der Sabine heute schon? Nee, da ist der Hans da. Hallo Hans. Aber der wird schon zugucken später. Okay, also das heißt, weil du keine Angst mehr hattest, wirklich sterben zu müssen, konntest du ihn loslassen. Ja. Und dann habe ich 4 Tage nichts gehört. Dann kamen die Zweifel und dann kam die Achterbahn. Also dann bin ich natürlich durch das übliche Programm durch. Und dann habe ich gedacht, okay, und was ist jetzt, wenn nicht? Also habe das alles durchgemacht. Und trotzdem habe ich nie dieses Gefühl gehabt, ich muss jetzt ihm was schreiben. Wie schaut es denn aus? Mhm. Und also es war trotzdem nach wie vor diese Gewissheit, selbst wenn er sich jetzt gar nicht mehr meldet, dann haben wir ja doch diese schöne Zeit gehabt. Wir haben diese schönen Gespräche ja schon geführt. Mhm. Diese Tiefe, diesen Tiefgang habe ich schon mal erlebt und dafür kann ich ja dankbar sein. Also ich habe mir immer wieder diese Dankbarkeit geholt und dann war es für mich in Ordnung. Und das ist eine Entscheidung. Ja, ja, alles das ist eine Entscheidung. Das vergessen viele aber, ja. Ich wünschte, die könnte es auch wie die Sabine, aber das kriege ich nicht hin, ja. Es ist eine Entscheidung. Ja. Die muss man vielleicht mehrfach fällen, um es wirklich ins System reinzukriegen. Genau. Das ist Funst. Okay. Aber nach 4 Tagen hat er sich gemeldet. Da kam dann der SMS, bin ausgezogen. Und ein Bild von der Matratze in irgendeinem Büro. Also ich will ja, grüß dich, hallo Petra. Ich will jetzt nicht zu viel vorgreifen. Es ist jetzt wirklich, ich würde jetzt sagen, es ist ein Zufall. Ja, aber nächste Woche, habe ich ja schon gesagt, haben wir nochmal, also ganz, ganz außergewöhnliche Liebesgeschichte. Und da kommt das Thema nicht melden. Auch nochmal vor. Da wo ja Frauen, glaube ich, wenn man es mal so ganz allgemein sagt, irgendwie, das ist ja gar nicht so unser Stil, so dieses Nicht-Melden. Wir kriegen es irgendwie immer hin, oder? Egal wie emotional wir beschäftigt sind, wir kriegen das immer hin, einfach mal zu sagen. Ja, wenn es mal smiley schnell ist. Ja, genau, sowas, ja. Aber tatsächlich, das finde ich total spannend, ich greife das nächste Woche nochmal auf, falls die Lilia noch da ist. Also 4 Tage Funkstille. Dann hat er seine Sachen für sich geklärt. Ja. Und dann war er da. Ja, er ist dann erstmal alleine wohin gezogen. Also er ist nicht gleich bei mir einzogen. Mhm. Das war jetzt nicht. Mhm. Er war erst ein Jahr allein, hat sich selber mal. Aber ihr wart schon zusammen als Paar dann. Ja. Ja. Und jetzt bin ich ganz aufgeregt, weil, wenn ihr den ersten Teil nämlich gesehen habt, ich habe heute schon so lachen müssen, die Sabine hat es gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Wir haben uns im ersten Teil mit der Sabine über ihren Namen unterhalten.
Weil ich habe die Sabine unter einem anderen Namen damals kennengelernt. Also Sabine hieß sie auch, ja? Ja. Und der Rest war anders als heute, ja? Und im Dezember haben wir uns noch darüber unterhalten, dass die Sabine gesagt hat, ihr Name passt jetzt eigentlich auch nicht mehr so richtig, ja? Das ist Sabine Adamea Echler, da muss sie irgendwas ändern. Sie konnte es damals noch nicht wissen. Aber jetzt wissen wir nämlich, der Name wird sich ändern. Denn was ist denn passiert, Sabine? Ja, ich habe einen Heiratsantrag gekriegt, jetzt vor ein paar Wochen. Jetzt wollen wir aber Herzchen sehen. Wir werden jetzt im September heiraten. Boah, ich freue mich so. Ich freue mich echt so. Ja, das ist wirklich mega. Und das habe ich gewusst bei der ersten Reise schon. Das war nämlich so süß, weil er hat immer Wimpern verloren und ich habe sie immer wegpflückt und immer gesagt, schau, du darfst dir was wünschen. Mhm. Und er hat gewünscht und gewünscht, er hat jeden Tag 5, 8 Wünsche frei gehabt. Wie viele Wimpern hast du verloren? Er. Also er. Ich habe keine einzige verloren, weil ich ja mit meiner Wimperntusche abends die immer schön brav in meinem Wattepad gehabt habe. Und dann haben wir gedacht, das kann ich mir jetzt ja nichts wünschen, das geht ja nicht. Und ich habe in dem ganzen Urlaub eine einzige Wimper gehabt. Am letzten Tag hat er gesagt, wow, jetzt habe ich eine Wimper gefunden und hat die mir wegpflückt und hat sie hin. Und dann kam so Wind und die Wimper hat so gewackelt. Und ich habe mir gedacht, wow, schnell, schnell, wünschen, wünschen, wünschen. Und dann kam das natürlich direkt. Und mein Wunsch war, ich möchte diesen Mann heiraten. Und die Wimper war weg und ich habe mir gedacht, was war das? Weil damals war ja noch so, heiraten habe ich jetzt schon zweimal und muss nicht nochmal. Und also da war noch ein bisschen so Kopf. Und dann haben wir gedacht, okay, das habe ich ihm natürlich nicht gesagt, das habe ich ihm jetzt erst gesagt. Und er hat es 18 Mal gewünscht oder was? Das weiß ich nicht. Das darf man nicht sagen. Ne? Keine Ahnung. Na, jetzt habe ich es ihm gesagt, nach dem Antrag habe ich es ihm jetzt schon gesagt. Das heißt, auf eurer Insel, Sri Lanka? An dem Ort, wo ich mich verliebt habe. Oh Gott. Weil da war, ich kann mir immer diese Momente so schön merken. Das war so ein ganz kleiner Moment, da kam so ein ganz kehliges Lachen aus ihm. Und ich war dran gesessen und habe ihn angeschaut und plötzlich war er verliebt. Also das ist bei mir wie so ein Zack gewesen und plötzlich war diese Gewissheit da, das ist er. Und da waren wir ja gerade mal, da haben wir uns ja gar nicht wirklich gekannt. Das war ja eh Drama. Ich bin mit einem Mann im Urlaub gefahren, den ich gar nicht gekannt habe. Mein ganzes Umfeld ist ja ausgetickt. Unverheiratet? Ja, nee, damals noch. Ja doch, er, ja klar. Ja, er war ja verheiratet. Ich war auch noch verheiratet, ich war noch gar nicht geschieden. schon getrennt, eine Sündenreise quasi. Ja, ja, das war wirklich... Der Knaller. Wow. Und dann am Ort des sich verlieben war. Schon ein bisschen romantisch. Ne? Ja, ganz spontan. So spontan, dass es keinen Ring gab, den hat er dann aus einer Bierdose gebastelt. Total süß. Also das Schöne ist ja, wirklich, ich freue mich ja so, ja. Man könnte natürlich sagen, man setzt ja immer mit so Geschichten den Menschen, also ein bisschen Flöhe ins Ohr natürlich, ja. Das klingt jetzt schon sehr Hollywood-mäßig alles, aber... Nochmal, um das einfach klar zu machen, bei dir ist es tatsächlich, das ist ja ein mega Entwicklungsprozess. Und Menschen vergessen ganz häufig, dass sie sich unheimlich gerne auf das Ergebnis stürzen. Weißt du, wo jetzt alle irgendwie sagen, wow, das will ich auch, ja. Aber was du für einen Preis bezahlt hast, um da anzukommen, den zahlen halt viele nicht, ja. Weil... Das haben wir jetzt heute ja nicht so breit getreten, da kann man ja den ersten Teil nochmal gucken. Aber was mich so beeindruckt hat in unserem ersten Gespräch, war ja, dass du gesagt hast, du warst bereit, jeden Stein in deinem Leben umzudrehen, in deiner Krankheit. Jeden Stein. Auch die Dinge, wo du sagst, läuft ja, dass du es nochmal in die Hand nimmst und einfach sagst, läuft es, ja? Oder rede ich mir das schön? Oder und das ist Arbeit, das ist eine wahnsinnige Arbeit, das so zu hinterfragen. Und du hast so viele Jahre... ganz, ganz viel aufgeräumt bei dir, um in diese Klarheit zu kommen. Und deswegen, also ich sage, ihr könnt mich zum Mond und zurück freuen für dich immer, weil ich finde, du hast es so unglaublich verdient. Und es fühlt sich so echt an bei dir, so klar. Also ich glaube auch nicht, dass wir in 2 Jahren die Revival-Sendung machen, wo du sagst, naja, jetzt ist die Scheidung durch und es kommt halt dann der 4. oder so. Nein. Es fühlt sich sehr glücklich und angekommen an. Ja. Es ist ja alles nach wie vor offen. Es ist, also da ist überhaupt keine Fläche mehr, um diese Steine wieder aufzubauen. Mhm. Das ist ein total schönes Gefühl. Jetzt ist es ja so, dass Menschen sich immer sehr von Menschen angezogen fühlen, die was Bestimmtes schon erreicht haben, was man sich selber wünscht. Ja? Vielleicht gibt es Menschen, die sehen diese Sendung irgendwann und sagen,
da wo die Sabine ist, will ich auch hin, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Drum wäre ich gern mit der Sabine in Kontakt. Jetzt gibt es ja eine Möglichkeit, auf die möchte ich ganz gerne gezielt hinweisen. Du bietest ja jetzt Seminare an. Ja? Also das nächste ist jetzt schon ausgebucht, da braucht man sich jetzt nicht mehr drauf hinbewerben. Aber was sind das für Seminare? Was sind ja keine, wie findest du deinen Traum an Seminare oder Nein, sowas? es ist auch nichts, wo ich was lehren möchte. Ich möchte auch nichts unterrichten oder so. Also in diesen Seminaren geht es um Stille und darum, selber diesen Weg zu finden. Also ich gebe nur Hilfestellung. Also ich bin quasi der Wegweiser, aber jeder muss selber. Durch die Stille können wir ja ganz viel hören, was in uns passiert. Und diese Tage finden komplett in Stille statt. Es ist schon ein Programm, das wir machen. Und es geht aber jeder für sich, ja, seinen Weg. Und wie gesagt, ich stelle nur die Wegweiser auf. Da geht's da und da und da geht's hoch und ja. Wobei ja eben, das darf man nie unterschätzen, die Präsenz von jemandem, der ein bestimmtes Thema geheilt hat, ja, die ist selber so unglaublich heilend. Ja. Das ist so, es gibt ja so viele Menschen und ich will da überhaupt keinem zu nahe treten. Es muss ja niemand angesprochen fühlen, aber es gibt ja so viele selbsternannte Heiler da draußen. Ja. Ja. Und ich gucke mir das immer so an und ich habe vor diesem Begriff Heiler einen unheimlich großen Respekt. Ja. Menschen, die wirklich die Fähigkeit haben, Heilung, ich nenne es mal, durch sich geschehen zu lassen, das finde ich immer am treffendsten, die sind aber an einem bestimmten Punkt einfach. Und die haben erstmal auch ihre Hausaufgaben gemacht. Weil meine Erfahrung zumindest ist die, dass die Stellen in dir, die geheilt sind, da kannst du anderen Heilen helfen, also eine Hilfestellung einfach sein. Und ich glaube einfach dadurch, dass du diesen unglaublichen Schmerz, das ist ja ein Riesenschmerz, ist, ich muss sterben, dieses Tod und Liebe, diese Verbindung, das hast du für dich in all den Jahren einfach jetzt geheilt. Und darum glaube ich, dass die Menschen, die sich in deiner Nähe einfach aufhalten und mit dir aufhalten, ob still oder nicht still, dass da mit denen was passiert, das ist meine ganz persönliche Meinung einfach dazu. Insofern glaube ich, spielt das überhaupt keine Rolle, ob du mit denen was sprichst oder Ja, nicht, oder du bist eben. halt da. Ja. Ach, was für eine Frau. Ich sag ja. Riesenfan. Riesenfan von dir, Sabine. Dankeschön. Und ich habe dich so anders kennengelernt. Ja, damals war ich noch so mitten, noch so am Schwimmen in meinem Schmuddel. Ja. Ganz, ganz schön. Gibt es denn irgendetwas, was du abschließend heute den Zuschauern mitgeben möchtest zum Thema, weil es suchen so viele die große Liebe. Was könntest du denen noch mitgeben? Wichtig ist einfach, die Entscheidung zu treffen und dass ich mir selber klar bin, was möchte ich? Möchte ich zufrieden sein oder möchte ich glücklich sein? Das ist nur diese Entscheidung und dann loszugehen oder stehen zu bleiben. Wenn jemand zufrieden ist mit dem, was er hat, ist ja alles gut. Wenn er wirklich zufrieden ist, Ja, es gibt ja. dann passt es ja. Dann muss man ja da nicht Mordsdramen aufreißen, die vielleicht gar nicht da sind, nur um noch glücklicher und noch zufriedener zu sein. Aber wenn jemand einfach spürt, Mensch, es passt zwar, Ich rede es aber mal schön, sagen wir es mal so. ja, genau. Passt schon. Passt schon, genau. Man muss zufrieden sein. Genau. Man setzt es denn immer super, ja. Ja, Man muss zufrieden genau. sein mit dem, was Ja, man hat. genau. Man sollte nicht immer jammern, ja. Man sollte auch mal. Schön. Sehr, sehr schön. Ja, habt ihr denn noch irgendwelche Fragen? Jetzt können wir uns mal wieder hier dem Chat zuwenden. Aber ich glaube, die hören alle nur ganz still. Ja, Still und gut so. schweigsam und ehrfurchtsvoll der Sabine zu. So, mal gucken. Ich muss mal ein bisschen vorlehnen, weil das halt viel weiter weg ist. Den Hans sehe ich, der schaut gerade so. Also, das dauert ja immer ein bisschen, bis da was kommt. Du musst mal gucken. Ist auch neu mit dem Grün, ne? Habe ich ja noch nicht gesehen. Weil wir über Stille sprechen. Sabine, ich wollte ja gern, da geht es um Stille. Aber du wirst auch was zu lachen haben. Das Das ist Mission gut. Ruhe im Karton schenken. Du weißt ja, ich liebe die Stille auch, so wie du. Ich habe da drin meine sehr persönlichen Geschichten, meine Erfahrungen von der Vipassana-Meditation Okay. geschildert. Und ich würde es da einfach gern mitgeben und Oh, wirklich danke schenken. schön. Und
Also die es gelesen haben, die haben jetzt alle ganz tolle Rückmeldungen gegeben. Weil tatsächlich sind wir auch, was steht da, Buch, Fragezeichen? Ach, die meinen wahrscheinlich über das Buch. Mein Buch. Niki, genau, was wird denn aus deinem Buch? Ja, ist in Arbeit. Aber ich kann nicht mich hinsetzen und sagen, heute schreibe ich an meinem Buch, das funktioniert nicht. Das Buch schreibt sich durch mich. Und das funktioniert nur, wenn das Buch gerade sagt, hallo heute. Das zieht sich. Aber es ist in Arbeit. Ach so, dann ist es ja natürlich, gut, dass ich dir ein Buch geschenkt habe, dass wir auf das Thema nochmal gekommen sind. Ja. Dann können wir ja quasi dich das nächste Mal einladen, wenn du dein eigenes Buch dabei hast. Ja, das wäre schön, wenn sie es dann mal weiterschreibt. Was wird denn das Thema, Sabine? Ja, Stille. Es hat dann nur leere Seiten, einfach so ein bisschen zum Meditieren. Nee, es ist einfach, es ist meine Geschichte. Meine Geschichte hin. Ach Gott, da freue ich mich ja schon drauf. Jetzt mach doch. Ja! Ja. Es, wie gesagt, es schreibt sich. Also es ist manchmal, da merke ich jetzt steht, das steht dann wirklich da. Manchmal, also meistens ganz in der Früh um 4, 5, dann komischerweise funktioniert es auf dem Handy am besten mit einem Finger, wo ich dann so sitze. Wie bitte? Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich da einen Schuss. Oh, also gut. Dieses Schreiben, das liegt mir nicht so, da verkrampfe ich mich, da bin ich irgendwie. Aber wenn ich mich dann so in so einen Sessel reinflack und dann da so rumtippe in diesen Notizen und dann schreibe ich hier ohne Ende und dann muss ich sie aber wieder übertragen, so total nervig. Okay, ich bin die Erste, die es haben will. Okay, ja. Also die Niki nimmt das Erste, nimmt das Zweite, sind schon zwei weg. Und da sind bestimmt ganz, ganz viele weg. Ja. Ja, auf das Buch freue ich mich wirklich sehr. Die Zeit wird kommen, wo es dann irgendwann plötzlich fertig da ist. Für mich bist du eine echte Mutmacherin, Sabine. Mit deiner Geschichte, die ist einfach so vielschichtig, so heilsam, so ermutigend für andere. Und wenn ich dich so erlebe, dann merke ich immer wieder, warum die 1, 2, 3 Mutmacherei so wichtig ist. Ich habe gerade gestern auch zweien erklärt, jetzt bin ich mal mutig, ich spreche es einfach mal aus. Ich möchte die auch live auf die Bühne bringen. Eigentlich möchte ich es ins Fernsehen bringen, aber da kommen wir dann später noch dazu. Mhm. Ich möchte es live auf die Bühne, weil die Menschen, glaube ich, zum einen, wir Menschen lieben Geschichten. Wir lieben es, die Geschichten anderer zu hören. Ja. Und es ist einfach unheimlich inspirierend und man kann ja so eine Sendung auch immer mit Prominenten machen, weißt du? Das Problem ist immer nur, wenn du Leute hast, die dann schon Multimillionär sind oder ständig im Fernsehen oder sonst irgendwas, dass du dann immer das Gefühl hast, ja gut, aber da, wo der ist, komme ich nie hin, ja? Mhm. Und Menschen wie du, die noch so greifbar sind, die Nachbarin von nebenan sein können und trotzdem einfach über diese Hürden gesprungen sind, du bist so eine Inspiration für so viele Menschen. Das ist schön. Drum ist es Zeit für dich jetzt sichtbar zu sein und sichtbarer zu werden. Es ist Zeit, dass dein Buch kommt, ohne Hektik, ohne Druck, aber es ist jetzt einfach Zeit und ich bin mir ganz, ganz sicher, da draußen gibt es noch mehr Menschen, die sich wünschen, dich irgendwo als Gast zu haben, mit dir zu sprechen und ich glaube, die sind jetzt auch willkommen in deinem Leben, oder? Gerne. Ich glaube, wir können uns alle freuen, dass die Sabine jetzt sichtbar geworden ist. Das war ja letztes Jahr so das Thema, sichtbar werden, dich zeigen mit deiner Geschichte. Und heute ist die Mutmacherei ein bisschen anders aufgebaut. Das Intro war anders. Ich lasse jetzt auch heute diese Fragen weg, die ich immer am Ende stelle, denn die habe ich der Sabine schon mal gestellt. Mir bleibt jetzt einfach nichts, außer dir unglaublich zu danken für diese mutmachende Liebesgeschichte, die aus so vielen Kapiteln besteht und die einfach zeigt, man kann sich ein Happy End erarbeiten. Ja. Das muss einem nicht einfach zufallen. Manche Menschen haben dieses Glück. Ja, die haben das. Die haben es woanders halt anders. Die haben es woanders anders. Ja. Oder man guckt nach 5, 10 Jahren nicht nochmal hin. So Hollywood-mäßig, ja. Ich meine, aus gutem Grund hören die ja alle mit der Hochzeit immer auf, die Filme. Ja, das stimmt. Da gibt es ja kein 10 Jahre später dann oder sowas, ja. Ja. Aber bei dir bin ich mir sicher einfach, weil du hast die Vorarbeit geleistet. Ja. Und er auch. Ja, und er auch. Er hat ja einen ähnlichen Weg. Mhm. Also unabhängig von mir hat er sich ja auch irgendwann auf den Weg gemacht, auf der Suche nach sich selber und hat alles abgearbeitet. Also es ist, deswegen hat es sofort auch so gut. Deswegen war er sofort so auf so einem gleichen Level.
und hat so gut harmoniert. Schön. In diesem Sinne möchte ich jetzt, ich grüße den Detlef auch ganz herzlich. Ich gratuliere dir an dieser Stelle nochmal wirklich zur Verlobung. Ich muss sagen, das ist eine gute Wahl getroffen, ja? Ob mit Bierdosenring oder Diamant oder ganz so ohne, aber das ist da einfach schön. Ja. Ja, viel schöner als so ein Klunker. Das ist genau meins. Von Herzen einfach. Ja. Genau, es passt zu dir und zu euch und ich möchte einfach allen... Oh, da ist er! Guck! Ah. Sabine, ich liebe dich! Mein Gott, also die Romantik sprudelt ja heute. Ah. Ich dich auch. Oh Gott, ich gehe jetzt gleich so bildig. Das stört man nur. Ich glaube, es macht uns allen einfach Mut. Ja, es ist ein Weg, das Herz wieder zu öffnen. Es braucht unglaublich viel Mut dafür. Ich bin aber genauso davon überzeugt, dass sich diese Arbeit lohnt. Ja, auf jeden Fall. Ganz, ganz, ganz bestimmt. Es lohnt sich auch, durch diese Täler durchzugehen. Und was mich angeht, ich habe als Kind schon oft mit meiner Mutter gehackelt, wie man in Bayern sagt, so, also nicht gestritten, aber so ein bisschen, ne? Mhm. Weil meine Mutter immer Verfechterin von Zufriedenheit war und ich als Kind schon mal gesagt habe, ich will nicht zufrieden sein, ich will glücklich sein. Okay. Ja, cool. Und das war für mich immer schon ein Riesenunterschied insofern. Ja. Ja. Wie heißt bei den Buddhisten immer so schön, mögen wir glücklich sein, mögen wir frei sein von Leid. Mögen unsere Herzen erfüllt sein von Mitgefühl, mögen wir glücklich sein. Ja. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute aus dieser liebevollen 1-2-3-Mutmacherei und ihr werdet sehen, der März ist ein ganz besonderer Monat. Ich habe nur starke Frauen, ich habe ganz tiefgehende Themen und wirklich nächste Woche hört ihr auch, ihr werdet eine Liebesgeschichte hören, wo ihr sagt, euch zieht es die Schuhe aus, das ist unglaublich. Es ist auch ein Teil 2. Es war nicht geplant, dass die zwei hintereinander kommen, aber es hat sich terminlich zufällig einfach so ergeben. Der März scheint es in sich zu haben. Ach ja, jetzt kommt's mal. Wir treten ja ins Venusjahr ein im März. Aha, siehst du's? Ich sage ja, man muss es nicht nach diesen Dingen ausrichten. Es passiert eh vor ganz allein. Okay, gut, ich habe keine Frage mehr. Nächste Woche kommt die Lilia Christina Martini, nochmal aus Frankreich zu uns zugeschalten. Ich wünsche dir, Lilia, wenn du das siehst, gute Besserung. Die hat es gerade gestern total gestreckt mit dieser komischen Influenza, da von jetzt auf gleich. Die Lilia hat euch im ersten Teil erzählt, den könnt ihr auf YouTube nochmal angucken, wie Joao de Deus ihren kranken Sohn durch sie geheilt hat. Also da geht es um Geistheilung. Wie sie mit der Behinderung ihres Kindes umgeht. Die hat eine ganz, ganz bewegende Lebensgeschichte. Die Lilia ist eine Frau. Ich glaube, als Gott im Himmel die Stärke verteilt hat, hat die 100-mal lauter geschrien als jeder andere. Also ich habe die Lilia vor einigen Jahren kennengelernt und habe mir gedacht, was für eine Frau. Unfassbar, warum kennt die Welt die einfach noch nicht? Aber die Welt fängt an, sie kennenzulernen. Sie ist mittlerweile zweifache Buchautorin, schreibt gerade in ihrem dritten Buch. Da geht es eben um Dualseelenbeziehungen. Und nächste Woche erzählt sie die Geschichte, wo ich nicht genug davon kriegen kann. Eine Geschichte, die dafür gesorgt hat, dass sie, ja, ich würde mal sagen, so etwas Ähnliches durchlebt wie du. Die ist auch gestorben, gestorben vor Schmerz, um dann wie Phönix aus der Asche emporzusteigen. Aber ich will jetzt nicht zu viel vorweggreifen. Bitte nächste Woche unbedingt reinschauen, 16.55 Uhr, auch mit einer etwas anderen Mutmacherei. Ich stelle jetzt einfach mal den März unter das Thema Liebe, Venus. Es ist echt, das war mir vorher gar nicht klar. Und wir sehen uns nächste Woche. Danke, dass ihr dieses Video teilt. Es ist schön, wenn diese Liebesgeschichte euch inspiriert hat und euch mitgemacht hat. Aber das sollte doch noch für viele, viele andere Menschen auch der Fall sein. Und ich werde auch wieder brav ein YouTube-Video draus machen, damit ihr es mit allen teilen könnt. Und Sabine, danke, dass du nochmal heute hierher gekommen bist. Gerne. 1,5 Stunden Fahrt, um hier zu sein. Ja, normal braucht man nicht so lange, aber ich bin ja gemütlich. Schön. Allen da draußen, ich wünsche euch ganz viel Liebe im Herzen und ihr werdet finden, was ihr sucht. Wenn ihr es wollt. Wenn ihr es wirklich wollt und wenn ihr bereit seid, den Preis dafür zu bezahlen. Genau. In diesem Sinne, alles ist Liebe. Deine, eure Silvia Maria Engel zusammen mit der wunderbaren Sabine Adamir Echler. Wir sehen uns.